Ich mache jetzt eine Sprechprobe. 4:0. Letztes Heimspiel. Neben mir die vier glorreichen Torschützen. Ich beginne mal mit Kiki. Du warst quasi der Eisbrecher mit dem 1:0. Wie fühlt sich denn das an? Ja, sehr gut. Ich glaube, nach so einem Spiel, wenn man ein bisschen schwieriger einstartet, ist das 1:0 natürlich der Erlöser. Und nach dem wird es einfacher. Und das hat man dann auch nach dem Tor gesehen. Und die Freude war, glaube ich, bei uns allen groß. Ich finde, dass wir Lafnitz eine super Partie gespielt haben und als bessere Mannschaft unentschieden. Und jetzt gegen die Juniors, die natürlich sie gegen uns voll reinhauen und alles probieren und eine gute Mannschaft sind, ein Spiel auf Augenhöhe, knapp vor Schluss 1:0 verloren. Also wir, wenn wir das Spiel dann nur mehr analysiert haben die Wochen, wir hätten nach 20 Minuten 3:4 führen können. Also das war, und da lasse ich jetzt nichts gelten, dass die Leistung jetzt in den letzten zwei Partien schlechter waren. Heute hat natürlich das Ergebnis wieder passt. Bei 4:0 sagt jeder, alles super, alles, wir sind wieder in dem Fluss drinnen. Wir haben ja gewusst, dass wir Qualität haben, dass wir gegen jeden Gegner gewinnen können. Und ja, deswegen hat keiner den Kopf in den Sand gesteckt und voll motiviert heute wieder ins Spiel gegangen. Und jetzt schauen wir, was am Sonntag rauskommt. Wie war das 3:0 aus deiner Sicht? Ja, wie soll ich sagen, ich bekomme einen Ball in den Rückraum, so wie wir es in der Besprechung hatten. Ja, und dann geschossen und dann war er drin. Wir haben jetzt eigentlich heute das geschafft, was wir uns alle vorgenommen haben, nämlich, dass wir im letzten Spiel ein richtiges Finale haben. Und ich glaube, was Schöneres gibt es eigentlich nicht für die Mannschaft und für den ganzen Verein, dass du zum ersten Mal eigentlich Meister werden kannst in der zweiten Liga. Und der größte Erfolg wäre das in der Vereinsgeschichte. Man ist jetzt schon mit Platz 2, aber jetzt wollen wir es natürlich vergolden die ganze Saison. Wie geht's dir denn? Ganz gut, alles gut soweit. Ja. Keine Kopfschmerzen? Nein, bis jetzt noch nicht. Neben mir ist jetzt der Lieblingsinterviewpartner der Fans und nebenbei gesagt meiner auch. Hm? Und die Frage, die dir die Fans gestellt haben, war folgende. Du hast ja quasi bei jeder Partie von Anfang an gespielt. Wie schaut denn dein Fitness jetzt noch aus fürs letzte Spiel? Ich bin fit, wobei von Müdigkeit angesprochen, habe ich heute schon auch gesehen, dass für die Spieler in der 29. Runde schon alle nur mehr ans Limit gehen müssen, dass wir heute da gewinnen. Es ist kein Geheimnis, ich habe den Trainer immer freigestellt, ob er mich aufstellt oder nicht. Ich habe ihm gesagt, wie ich mich fühle und aus meiner Sicht, wie viel Sinn es macht. Und wir haben es trotzdem immer gemeinsam entschieden. Also es war kein Schonen oder irgendwas, ich habe wirklich Schmerzen gehabt. Und deswegen, ja, ich bin froh, dass es besser geworden ist und ich hoffe, dass es jetzt bis Sonntag haltet und dass wir alle Vollgas geben können. Also ich arbeite schon am Kader für die neue Saison. Wir haben ja mit Matthias Seidel schon einen Neuzugang. Vier Verträge laufen aus, beziehungsweise fünf mit Schantl. Aber da sind wir auf einem sehr guten Weg, dass wir das hinbringen. Und dann, ja, weiß ja jeder, die vier Spieler, die laufen aus und die haben von uns Angebote vorliegen. Ob sie es dann annehmen oder nicht, werden wir sie nächste Woche entscheiden und ja. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir auch wieder gute Spieler finden werden, wenn uns die vier, die schon sehr wichtige Spieler sind, verlassen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir wieder eine sehr gute Mannschaft nächstes Jahr haben. Wenn man das heutige Spiel in Zahlen fassen würde, dann könnte man sagen, es war ein 4:1, wie es ausgegangen ist. Also 4:0 gewonnen, ein Tor vor Liefering und Punktegleichstand, also 0. Wie motivierst du denn jetzt die Burschen, dass die alles geben beim letzten Spiel? Ich glaube, da braucht man keinen motivieren. Also die wissen genau, sie wollen Meister werden. Wir haben die Ausgangssituation heute noch verbessert. Das war unser Ziel vor dem Match. Man sagt, okay, wir haben auf alle Fälle ein Finale, das haben wir ja gewusst, aber wann es geht mit der bestmöglichen Ausgangssituation. Und das ist ja dann ein bisschen so auch noch dramatisch gewesen, glaube ich, in Lustenau, dass sie dann trotzdem um ein Tor jetzt ausgegangen ist. Wir nehmen die Ausgangssituation an, aber wir wollen natürlich in Liefering gewinnen. Ich glaube, wenn wir hinten so konsequent sind wie heute und die Null steht und jeder mit nach hinten arbeitet, haben wir vorne sicher ein, zwei rein und ich sage, das reicht. Wir werden alles, was noch in unsere Knochen steckt, was in unsere Muskeln steckt und wenn wir rausholen und am Sonntag um 19 Uhr wissen wir dann, wie es ausgegangen ist. Wenn wir Master sind, sind wir alle super happy und das ist unser großes Ziel, aber ich sage immer auch, wenn es nicht klappen sollte, geht die Welt nicht um. Wir sind super stolz auf die ganze Mannschaft, auf die Saison, die wir bis jetzt geleistet haben. Und der Meistertitel wäre halt die Kirsche auf der Sahne. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Und jetzt habe ich noch einen Satz zum Vervollständigen für dich. Nämlich, wir werden... Meister! 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 Meister wahrscheinlich. Blau,